Weiden, ja. Ja, want die masje van Dietmar Hartin met hem drinken en zo, ze wissen waarom dat is. Wissen ze dat? Nee, eigenlijk niet. Damit ze immer eine Möglichkeit haben, Gags zu machen. Denn all seine Gags sind immer wieder übertrinken. Also er hat den Ruf, dass er trinkt überhaupt nicht, aber er hat den Ruf und darauf kann er bei jeder Show immer wieder Gags machen. Die Kollegen können Gags machen und so weiter. Trinken Sie? Ich trinke nicht, ich bin Sportler. Gut, und mit welchem Lied? Everybody loves somebody sometimes. Auf Deutsch? Jeder liebt einmal. Wen? Sie? Wen? Ich? Ja. Meine Oma. Oma? Da freut sie sich. Bitte sehr. Marco Keller, immer noch in der Werkstatt. Jetzt auf unsere Showbühne. Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now true. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace. If I had it in my power, I would arrange for every girl to have a chance with their pain. Every minute, every hour, every boy would find what I found in your arms. Everybody loves somebody sometimes. Sorry, honey, ich rauche nicht mehr und ich trinke auch nicht mehr, dafür umso mehr. Then every minute, every hour, every boy would find what I found in your arms. Everybody lost somebody sometime, and all of my dream was with you. Your love made it well worth waiting for someone like you. This is a yeah, Gigi. Stimmen abzugeben, ein Knopf drücken. Ich lasse Ihnen alle fünf Eliminatoren noch einmal sehen in Schnelldurchlauf. Einmal
Zo, spannend moment. Ja, mijn knop gevonden, ja. En wer drukt voor Simon en Garfunkel? Ja, dat is 19. Wer drukt voor Cyndi Lauper? Dat zijn 32. Wer voor Dean Martin? Dat zijn 88. Wer voor Bananarama? 22. En wer voor Karel Gott? En daarmee staat vast dat Marco Keller Sieger is. Ik weet het niet, Marco, maar ik heb ze jetzt een paar dagen erlebt. So, ik tip op Showmaster, ze zijn een Showmaster. Maar ik möchte zeggen dat die anderen ook hervorragend waren. Hadden zelden zo een goede bezetting. En ze werden bestimmt ook met ihre eigen stemme nog weiter in carrière maken. En we willen ons bestimmt nog wiedersehen. Zo, so, jetzt die prijsübergabe, maken ze jetzt een gasse. Denn Thomas Mavrides heb ik uit het publiek geholt. Hij durfde hinter die coulissen niet nur schauen. We hebben hem zurecht gemacht en er darf jetzt die trofee überreichen. Hier is Thomas Mavrides. Ich habe hier einen Ihrer Briefe, Thomas. Meine Güte, was haben Sie alles, um Himmels Willen? Ja, ja. Und oh je. Hier schreiben Sie, in Oktober vor letzten Jahr, ich wäre nämlich an einem x-beliebigen Kleidungsstück, das Rudi Carrell getragen hat, interessiert und würde für ein solches Souvenir mein letztes Hemd geben. Genau. Na, das Hemd können Sie behalten. Oh, und was Sie da anhaben... Kommt dann mein Museum, mein Carrell-Museum dann, ja. Ah, haben Sie ein Carrell-Museum? Ja. Der Smoking, den Sie jetzt anhaben, ja, habe ich schon 20 Mal im Fernsehen angehabt. Bei Silvester-Shows und so weiter, wurde mir ein bisschen zu eng. Ja, ich schenke Ihnen diesen Smoking. Vielen Dank. Ja? Danke. Wir reichen gleich die Preise. Haben Sie eine Kopie von dem Brief nochmal? Ja? Okay. Tja, meine Damen und Herren, wir sind in der nächsten Woche wieder unterwegs. Vielleicht überraschen wir Sie oder Sie. Oder Sie. In jedem Fall heißt es am 2. September wieder. Was dich überrascht, hat gar es geschehen, dass auch deine Wünsche in Erfüllung gehen. Was dich überrascht, gleich das ist ganz klar, werde Wunder Wirklichkeit, werde Träume wahr. Werde Wunder Wirklichkeit, werde Träume wahr. Werde Träume wahr. Werde Träume wahr.